Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Tani Roll B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, das waren Tickets. In der letzten Folge haben wir ein paar Leute zu den Sternen geschickt und zwar so, dass denen die Köpfe explodiert sind. Ja, und ja, jetzt sind wir hier vor so einem Gruselanwesen, nehme ich an, das nicht für Kinder unter 5 Jahre geeignet ist. Was? Und können Kinder unter 5 Jahren überhaupt Angst vor irgendwas haben? Und ja, hier gehen wir mal rein. Übrigens fange ich mal hier in diesem Projekt mal an. Falls euch das Video gefällt, dann hinterlasst doch mal ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder so, um den Kanal ein bisschen weiter zu helfen. So, jetzt haben wir halt auch hier eingeführt. Jetzt habe ich das hier im Projekt und es scheint ja halt zu funktionieren. Seitdem bekomme ich ein paar Likes mehr auch. So, nur Fragen muss man halt mal. Und hier brauche ich einen Schlüssel. Warte mal. Weiß ich. Ja, ein Ticket kaufen. Ich bin ein Mitarbeiter. Ich komme. Habe ich gerade einen Jedi-Mind-Trick gemacht? Aber das war von jedem ein Trick. Ich bin ein Mitarbeiter. Ich bekomme Rabatt und ich komme jetzt nicht mehr raus, weil der Typ hier vorne steht. Mich verarschen? Ich bin aus dem Weg. Danke. Gut, dann rein da. Der hat mir natürlich den Schlüssel gegeben direkt, ne? Anstatt. Weiß. Okay. Gut. Dann zeig mal, was hier so erschreckend ist. Wenn es nur halb so erschreckend ist wie der Texan aus hier im Hauptspiel, dann gibt es Probleme. Aber ich habe irgendwie so, wenn ich den Humor dieses Spiels kenne, erwarte ich nicht so viel. Oh. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Also okay. Schubsen oder drängeln. Solches Verhalten führt zu sofort zum Hausverbot. Als Kind war Lucy sehr schwierig. Nicht zuletzt, weil ihre Eltern schon älter waren. In diesem Raum las ja ihre Mutter Geschichten von Shirley und King vor. Und sie erzählte ihr von den Borgias. Da Lucy keine wirklichen Freunde hatte, fing sie kleine Tiere, um mit ihnen zu spielen. Ihre Häute wurden später unter den Möbeln gefunden, von Lucy dort festgenagelt. Gästen ist es nicht gestattet, nein, Gegenstände als Souvenirs mitzunehmen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Morticia war schon bald überzeugt davon, dass ihre Tochter die letzte sein wird. Ah! Hannibal war sich sicher, dass sie ihr das Böse aus dem Leib prügeln könne. Morticia klagte jeden Tag über geisterhafte Kälte, die sie in den Gang überkam. Auf Anrat ihres Mediums überredete sie Hannibal, Kamine einzubauen. Ich sehe nichts, Mann, wo seid ihr? Eiskalt durchs Feuer. Au. Ich dachte jetzt, hier kommt irgendwie so Alma aus 4 oder so durch dieses Feuer. So ein kleines Kind. Wollen wir Feuer irgendwie ausmachen? Ups. Wie sehe ich aber nie irgendwann wegfliegen. Okay. Es war ein echt heißes Zimmer. Wo ist der zweite? War sich sicher, dass Lucy zu retten war, wenn nur ihre bösen Geister ausgetrieben würden. Zimmer wie dieses hier sollten dazu dienen, die
Geister zu verwirren, sodass sie Lucy nicht so leicht finden würden. Wir haben die Eltern hat geschafft. Oh. Wir haben die Eltern hat gemacht. Hannibals Lieblingsköchin kündigte, dass die Lucy Mäuse in die Suppe geworfen hatte. Nur noch mehr Feuer. Lucy hatte ja außerdem erstmal versucht, von Koch, was? Mit vergifteten Nachrichten. Hannibal war danach auf einen Stock angewiesen. Lucy lernte schnell, außerhalb der Reichweite des Stocks zu bleiben. Wir möchten Sie darum bitten, die Küchenlöffel nicht als Schwerter zu benutzen, um sich damit zu duellieren. Oh, das war gar nichts. Okay. Nur gehen wir erstmal hier so normal durch. Uff. Weg mit dich. Achten Sie im Salon auch auf die Treppe, die nirgendwo führt. Ein weiterer Versuch Mortishas, die bösen Geister zu verwirren, die von ihrer Tochter Besitz ergriffen hatten. Es ist nicht gestattet, kleine Kinder über das Geländer zu halten. Okay. Warte mal, hier sind wir doch. Da. Ach so, das meinte der. Oh nein. Der Saal, der ins Nirgendwo führt. Madame Scarlotta veranstaltete für Mortisha in diesem Zimmer Seancen, um die bösen Geister aus Mortishas Tochter zu treiben. Während der Seancen saß Lucy im Zimmer über diesem. Ist er voll von Exorzist irgendwie geklaut? Abgeguckt. Carlotta behauptete, dass das kleine Mädchen einmal versucht hatte, sie die Treppe hinunterzustoßen. Oh nein. Kein Grund zur Sorge. Die Wissenschaft hat gezeigt, ich kann gar nicht zurück. Dass es keine Geister gibt und dass Seancen nur Betrug sind. Eiskalt. Anwesen bei einer Auktion versteigert worden war, fand man hier Trickkerzen. Hier ist Gas. Ah! Ich sehe irgendwie nur so Gas überbrücken. Ja, so. Au! Was? Oh Gott! Wo kommst du denn her? Alter, ich sehe einfach nur ja, so eine Gaswolke rumschwebt auf einmal. Dann höre ich auf einmal nur so Kerzen. Und dann wusste ich, dass irgendwo was explodiert. Oh Gott. Son of a mother. Ich bin dann so geil. Hey, Wolf. Wo bist du denn? Hey. Hallo? Bist du Lucy? Alter. Wo bist du hin? Hi. Hey, Kleine. Hallo? Hallo. Du sprichst nicht mit mir, oder? Hey, Kumpel. Okay. Random Mädchen taucht einfach auf. Was hat die mit diesen Gunnern-Robotern hier so tun gehabt? In diesem Zimmer sehen Sie die gesammelten Artefakte aus Grandchesters kurzem Leben auf dieser Erde. Nachbildungen der Gegenstände sind im Souvenirladen erhältlich. Welches Kind hätte
Überraschung wurde schon voll versaut. Ich habe die schon gesehen. Was? Wenn Sie sich umgesehen haben, treten Sie bitte ins nächste Zimmer. Überraschung wurde schon verdorben. Ich habe das Mädchen schon gesehen. Warum sind der Gunner Roboters? Wie ist? Wollen sie einfach nur einen Spaß hier treiben oder wie? Okay. Nachdem Hannibal in den Nagel getreten war, der seltsamerweise in seinem Schuh steckte, ging er in Lucys Zimmer, um sie zu bestrafen. Alter. Wir werden nie genau erfahren, was passiert ist. Aber er wurde mit einer Schere im Auge gefunden, die bis in sein Gehirn vorgedrungen war. Lucy behauptete, sie hätte die Schere in die Hand genommen, um sich zu schützen, weil ihr Vater ihr mit dem Gehstock gedroht hatte. Boah. Sie sagte aus, er sei gestolpert und in die Schere gefallen. Als sie gefragt wurde, wieso sein... Oh. Ja, geht weiter. Mutter wurde tot im Schlafzimmer der Eltern gefunden, mit einer Stoffpuppe im Mund. An ihren Handgelenken waren Verbrennungen durch ein Seil zu erkennen, aber es wurde nie ein Seil gefunden. Lucy behauptete steif und fest, dass die Puppe die Tat begangen habe, weil Morticia ihr keinen Gute-Nacht-Kuss geben wollte. Okay. Lucy wurde in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. An ihrem 18. Geburtstag konnte sie aus der Einrichtung fliehen. 9 Tage später wurde sie erhängt auf dem Dachboden gefunden. Sie hatte offenbar Selbstmord begangen. Bitte treten Sie... Da gehen wir als nächstes hin, oder? Okay. Legen wir los. Was war? Bist du denn? Bist du der Mann? Ein vierblättriges Kleeblatt Power aktiviert. Okay. Ich kann eigentlich nur noch mit dem Hammer hier rumlaufen, ne? War eigentlich gar nichts anderes. Zu Karte. Alles klar. Oh, nur ein Punch-Rezept. Was hat man noch? Hallo? Ne, Klebeband will ich nicht. Dort auch nicht. Hey, wieso war nicht so gut? Willst du, hat jemand sonst noch reden? Dann rede ich wohl mit diesem dummen Dummel. Das ist die Produkte, genau, ein Automat, was war da? Diese bescheuerten Tiger rumliegen zu lassen und schon stürmen sie ihr wie die Ratten etwas nach Bauchbahn. Hab noch ein paar Pfeile hinzugefügt, die Bots angepasst. Hab mich fast erwischt, die hatten aber nette Sachen dabei. Dieser gottverdammte Bot ist immer noch defekt. Okay. Kommen wir jetzt hier nicht mehr zu Dings, Nuka World. So, machen wir das auf. Ich dachte, wir kommen noch zum Dachboden vielleicht. Aber nur so ein Typ hier oder so. Okay, wir haben ein Rezept gefunden. Wenn ich mir noch nicht sicher bin, was genau die machen. Was ist hier der Dachboden? Wo ist das Mädchen? Soll das einfach nur irgendwie so ein Schreckfaktor sein oder was? Okay.
Geht hier auf Butter, komm. Okay. Ich rate, am Ende wird die irgendwie voll verschwinden. Dann heißt es auf einmal, sie war nie da. Aber ich habe mit ihr gesprochen. Also war sie da. Ich habe mir nicht eingebildet. Ich bin nicht doof, ne? Die war echt da. Hier ist noch ein Gegner, was? Und hallo, Ausgabe 4 plus 5% Sprengstoffschaden. Kriegen wir jetzt immer so was? Aber ja, geil, so Schadenserhöhung oder so was. Was? Was? Okay. Was zum Teufel? Jetzt habe ich echt Angst. Schon irgendwo muss noch ein Eingang. Schei. Ma. Hey. Jetzt habe ich echt Angst. Okay, raus hier, machen wir eben Gegner da unten noch platt. Oder? Oh, wir kommen jetzt ja auch irgendwie raus, ne? Da muss ja noch ein Gegner. Ich hab's hier abgeschlossen. Nö. War. Ich gehe nochmal nach unten. Ja, soll jetzt mal aus hier. Ah, was hier los war. Ob die jetzt echt war oder nicht. Ist mir egal, ich will ja raus. Ich habe Angst. Ein Magazin gefunden hat, ist doch auch was. Warte, was? Powerrüstung? Wo? Oh. Was? Hä? Da oben? Oder warte jetzt? Das ist natürlich wieder da. Da oben eine Power Armor. Ja, nach oben. Was zum Teufel. Okay. Keine Ahnung. Irgendwie das Spiel verarscht mich wahrscheinlich auch nur. Sollte ich auch sein. Ja, muss ja mal gucken. Und jetzt bin ich wieder weg. Aber ich bin gar nicht da auf Karte. Immer noch hier weg. Ist ja eine Power Armor. Oh, scher mich nicht. Sehr volle Power Armor. Ja. Hier ist noch irgendwo ein Gegner, also ein platt. Diesmal wirklich. Ich wüsste wo.
Die habe ich gesehen. Na, unter mir. Oh. What? What? Ja, schon im nächsten Horror-Moment auf mich zukommen. Was passiert doch hier wieder? Sie hat schon kommen. Turmine. Das wollte ich nicht aufnehmen. Irgendwas passiert da jetzt hier. Sag mal, ja. Cool. Oh, hi. Zack. Okay. Ist die Kakerlake hier reinkommen? Was haben wir ja alles, ne? Was? Hey. Wo ist denn der Power Armor? Alter, das Spiel verarscht mich. Oh, ich würde aber sagen, da war es auch noch gleich mit dem Hart. Mehr gibt es ja auch echt nicht. Gut, keine Ahnung, wer dieses Mädchen war. Ich habe sie gesehen. Ich schwöre, ich konnte sie sogar ansprechen. Aber irgendwie war sie doch nicht da. Gut. Warum auch nicht? Ja, leck mich doch. Ich habe da alles gefunden. Man wollte oder nicht. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? So in den Ecken hier. Also bestimmt irgendwann, ne? Ja, gut, gehen wir da hin. In den Ecken der Karte ist sowieso immer irgendwas. Wenn es nicht verzeichnet ist. Was hat da hinten? Das glänzen da. So. Pflanzen, und das sind Gegner. Sum, 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 sum. Hey, wir können so kleine fliegen. Ich will einen Schlag weg sein von diesem gigantischen Ding. Und ich mache immer irgendwie diesen Effekt. Okay. Warte mal, ich könnte den Erlöser benutzen, um mir voll viele kritische Treffer zu holen. Nehmen wir doch mal ein. Ja, diese Viecher. Und wie schnell meine kritische Treffer jetzt hochgeht. Ich kann ja jetzt sparen, noch besser. 5 kritische Treffer, ja, das ist auch voll gestört. 5 kritische Treffer mit dem Fatman. Zum Teufel. Und zack. Zack. Abgelehnt. So, ist in den Ecken nix. Schade. Muss irgendwas sein. Da ist immer irgendwas. Boah. Lüge, das geht gar nicht da hinten weiter. Mein Gott, kannst du rennen? Hier ist irgendwas. Ich rieche es doch. Oh, legendäre mythische Todeskralle. Mhm. Genau für sowas habe ich meinen Fatman mitgenommen. Dog Rod, halt still. Lenkt sie so lange ab. Wieso zieht das nur so wenig ab?
glaube, ich bin ein bisschen zu nah, oder? Oh, dieses... Diese Explosion habe ich so vermisst. Oh Gott. Bitte. Hi. Was? Alter, wir sind in der Wand. Nein, die können jetzt fliegen. Das ist so etwas, worauf ich nicht irgendwie so gehofft hatte. Ja, komm. Also ich kann es nicht mit dir jetzt aufnehmen. Hallo. Was bist du? Ein Schlag weg, oder? Oh. Immer noch am Leben. Oh. Ja gut. Oh, Giftresistenz. Also ihr, ich sag doch, hier war irgendwas. Eine verdammte legendäre Todeskralle, aber und hier ist eine Truhe. Und sonst nichts. Mhm. Noch Mann. Richtung Gatling Laser sein. Wegen Fallout 3 in so einem Todeskrallennest. Ich habe jetzt übrigens immer noch keinen gefunden. Wo ist mein Gatling Laser? Ich da auch schon längst bekommen haben. Einer der überpowersten Waffen aller Zeiten in Fallout. Ich denke auch wegen der Karte, da Wasser ist, aber ach, ist auch. Ja. Okay. Gar nicht so viele Orte zu erkunden. Ja, okay, Fahaber soll ja auch das größte DLC in der Fallout-Geschichte gewesen sein. Also, wer weiß, vielleicht ist Nuka World noch nicht mal so groß wie Fahaba. Ich mir vorstellen könnte, weil so groß sieht es jetzt nicht aus. Aber ich habe hier auch hier noch eine ganze Menge zu erkunden. Mal schon. Ich will da irgendwo einen Ort hier finden. Aber ich bin jetzt hier in die ganze untere Ecke lang gegangen und ich habe hier nichts gefunden anscheinend. Oh, was? Wilder Mischling, was? Ach so. Strike! Ne, Quatsch. Home Run. Falscher Sportart. Ich hab keine Ahnung vom Sport, also. Warum mache ich denn jetzt jedes Mal mit so einem Ding? Kostet Treffer, was ist das? Das konnte wie ein UFO aussehen, ist er aber nicht. Ja, ne, ich muss ja noch irgendwie an diesem Terminal irgendwas machen. Wird er schon wieder so atemraumt hier, ne? Ich muss ja noch irgendwas hier machen, ne? Haben sie auch noch. Ich habe viel geschlagen oder was? Muss ich nicht irgendwie hier so an so ein Terminal noch dran gehen? So ein Stuhl sitzen, keine Ahnung. Scheint nicht. Was? Vielleicht hat schon gemacht. Der Terminal ist einfach verschwunden. Sie können diese Quest nicht mehr machen, weil das Terminal verschwunden ist. Ey. Was ist das denn? Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Irgendwo hier war doch noch was in der Nähe gerade, habe ich gesehen. Da, gehen wir da in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4, oder? Ja, gut. Würde ich sagen, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und tschüss!